Ja, wir sind jetzt gerade in Berlin, fahren zum DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Muss ich kurz überlegen. Falls ihr euch Dortmund oder schwierig? Dortmund oder schwierig, falls ihr euch fragt, warum ich so dunkel bin. Ich habe mich nicht gewaschen. Nein, wir auch nicht rasiert. Auch nicht rasiert, nicht gewaschen, gar nichts, weil wir gleich als Jürgen Klopp drehen. Nein, der wäscht sich natürlich schon, aber wie gesagt, so ein bisschen Bartschatten habe ich mir schon draufgehauen und ich mache gerade noch Instagram, weil ihr wisst ja, man muss ja immer mit der Zeit gehen, muss ich euch nicht sagen. Herr Taxifahrer, wie lange brauchen wir noch? Ja, jetzt gleich wird es eng, noch können wir erfahren, aber in 5 Minuten sind wir da, wo es weh tut. In 5 Minuten sind wir da, wo es weh tut. Wie geht das Spiel denn heute Abend aus? Fragst du mich oder den Taxifahrer? Sowohl als auch. Was sagen Sie denn, Herr Taxifahrer? 4-1. 4-1 für Dortmund? Ja. Das glaube ich nicht. Ich sage, wird eine enge Nummer, 2-1. Frankfurt stellt sich hinten rein. Ich habe gehört, Alex Meyer extra fit gemacht worden für dieses Spiel. Frankfurt ja die schlechteste Rückrundenmannschaft. Wären, wenn es um die Rückrunde geht, letzter in der Tabelle. Haben aber eine grandiose Hinrunde gespielt für Frankfurter Verhältnisse. Also von daher deutet alles auf Dortmund hin. Wir werden es sehen. 5 Minuten, dann sind wir da, wo es weh tut. So, Freunde, jetzt sind wir hier am Stadion. Und das Wichtigste habe ich schon gefunden. Epoca. Die Frage wird nur sein, wer am Ende die... Vorsicht, Auto. Das wäre doch. Wobei das natürlich die Klickzahl erhöht hätte. Ja, genau. Ich hätte dann die Kamera kurz übernommen und hätte sie auf den Kameramann gerichtet. Clickbait. Ja, aber es ist relativ wenig los hier, ne? Kann das sein? Sind die alle schon drin? Sind die alle schon drin oder sind die einfach noch gar nicht da? Die Frankfurt-Fans sind schon wieder weg. Hat das möglicherweise gar keiner mitbekommen, dass heute Pokalfinale ist? Wieso räumen die denn schon vor dem Spiel auf? Das macht ja gar keinen Sinn. Kehrmaschine schon. Hol dir Tisse. Nicht schlecht. Komm, fahren wir in die Stadt und trinken über einen. Geil. Vor allen Dingen haben wir auch, glaube ich, Stehplatzkarten. Oder gibt es das gar nicht? Hä? Wir sind aber auch eigentlich gar nicht hier wegen dem Spiel, sondern wegen Helene Fischer. Weil die singt ja in der Pause. Ja, stimmt. Wir gehen zum Helene Fischer-Konzert. Wir machen das jetzt umgekehrt. Wenn die Mannschaften kommen, wird erstmal gepfiffen. So nach dem Motto, fertig werden, 45 Minuten, dann kommt Helene. Beim BVB-Fanshop hole ich mir jetzt ein Trikot von Eintracht Frankfurt. Da. Habt ihr das Nobby-Dickel-Gedächtnis-Trikot? Habt ihr nicht? Wie kann denn sowas passieren? Das ist doch der Held von Berlin! Könnte ich alles mitnehmen. Könnte ich alles mitnehmen? Was habt ihr denn dabei? Zähl mal auf. Ist noch eine Stunde bis Anpfiff. Ich hab Zeit. Alles klar. Danke, ne? Guck mal, sogar das Bier ist gelb hier. Verrückt. Sie haben mich reingelassen, obwohl ich den Pokal dabei hatte. Ich hätte gedacht, das ist piept. Das ist ja Metall. Und Stimmung ist sehr gut. Es ist... Wir wissen noch nicht, welche Fans es sind, aber sie haben eben gerufen, Lukas Podolski. Das sind wahrscheinlich Radetzky. Die Kölner. Ach, Radetzky haben die gerufen. Ja. Der war doch mal im Tor bei Deutschland. Weiß nicht, 1954? Ja, das war der, den Marsch erfunden hat. Ah, das war der mit dem Marsch. Ja, ist auch wurscht. Also, apropos Marsch, lass uns mal weitergehen. Und dann sehen wir uns gleich noch. Hallo, Herr Bummel. Ja, servus. Können wir ein Bild mit ihm machen? Ja, natürlich. Du musst aber eben kurz die Laufwege hochdrücken. Was wir die äußeren Innen suchen und die inneren Gott. Außen. Ah, oh Gott, mein Handy. Foto. Hast du Fisch gegessen? Nein. Ja. Wo kommt ihr her? Aus Thüringen. Aus Thüringen kommt her. Ja. Bist du Dortmund-Fan? Ist man da nicht Erfurt-Fan in Thüringen? Nein. Nein. Gottes Willen. Geh mal an der andere Seite, Vater. Los. Oh. Du bist der Vater? Ja. Ich hätte gedacht, du bist die Mutter. So. Alle mal lachen. Super, danke schön. Schönen Abend. Wir schminken uns jetzt mal eben schnell um im Schnelldurchgang als Kloppo und machen dann einen Facebook-Live-Aussage. Kommt der Maskenbildner denn pünktlich hier hin? Der Maskenbildner kommt gleich. Au, oh, er ist schon da. Der Maskenbildner ist schon da. Da ist er. Das machen wir normalerweise sonst nicht, aber heute machen wir das mal ausnahmsweise so. Sieht da nicht ganz perfekt aus. Normalerweise brauchen wir immer 1,5 Stunden, aber heute muss das mal anders gehen. So,
Fertig. Warte. Fertig. So. So, fertig. Durchspät. So, hier, der Mann, this is a man, der in meinem Video mitgespielt hat. Du weißt auch noch, wie der, schon auch mit Jürgen. Du weißt auch noch, wie der Song hieß. Win the Trophy. Wir haben zwar nicht gewonnen, aber wir hatten trotzdem Spaß. Vier goldene Schallplatten. Guck mal hier, so ging das Ding. Endlich kriege ich jetzt mal meine 2 Minuten. Ja, Entschuldigung, hallo. Okay, das bin ich. Er hat den Ball hochgehalten. Huh? That's me. Oh, aber kann man ihn irgendwo sehen? Facebook, genau. Tommy Freestyle, Tommy Freistil. Wenn ihr ein paar Freestyle-Tricks sehen wollt, kein Problem, schaut vorbei. Watch it. Watch out. Ciao. Guck mal, Werder Bremen-Fan. Ja, klar. Ja. So, vamos. Ab ins Stadion. Fängt schon an. 20 Minuten. Ciao. Halbzeitpause. Ich sag das jetzt mal als Matze, nicht als Kloppo. Dortmund stark angefangen, wie eigentlich schon vor 2 Jahren gegen Wolfsburg. 1-0 und wir haben mehr oder weniger alle dasselbe gesagt. Oh, das ist nicht gut. Und genauso ist es auch gekommen. Frankfurt eigentlich in Ballnähe, in Überzahl, kämpft, fightet, Dortmund relativ lethargisch, keine Anspielstation in der Mitte. Und das wird nicht leicht, Also das ist genau das eingetreten, was ich als Kloppo befürchtet habe. Wenn die eine Hütte machen, die Frankfurter, dann das ist eine ganz schwierige Sache für Dortmund. Aber ich gehe jetzt in die Kabine zum Tuchel, gebe ein paar Tipps und dann holen wir das Ding. Ja. Aber die Frankfurter Fans machen eine geile Choreo, finde ich. Die singen jetzt schon seit 25 Minuten durch. Das kennst du sonst nur aus England. Ist gut, gefällt mir. Und wenn Frankfurt gewinnen sollte, wie gesagt, ich habe ja zur Sicherheit schwarz-rot, damit es keiner aufs Maul gibt. Näher rangekommen, ja, die Fans vom BVB. Es war mir ein bisschen ruhig in der ersten Halbzeit da oben. Außerdem, der Tuchel hat mich immer versucht anzurufen. Ich habe ihn gar nicht gehört. Ich habe ihm ein paar Instruktionen gegeben. Jetzt läuft es besser. Läuft an. Und...
Liverpool zurückfliegen. Passiert nichts mehr. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Oh, Angriff! Freunde, gleich Schluss, noch 2 Minuten Einwurf für Eintracht Frankfurt. Ich sehe dich sehr gut gespielt, muss ich sagen. Ich zeige jetzt als Matze, ich